Ja, herzlich willkommen, Vertreter von der Presse. Ich freue mich, dass Sie zahlreich heute hier sind und wir trotz Corona in diesem Rahmen diese Pressekonferenz hier im Deutschen Historischen Museum durchführen können. Und ich glaube, die meisten von Ihnen haben vielleicht auch schon die Möglichkeit gehabt, die Ausstellung im Peibau zumindest kurz anzuschauen, und für die anderen ist nachher auch noch Zeit dafür da. Und wenn Sie dann in die Ausstellung reingehen oder wenn Sie da reingegangen sind, werden Sie bestimmt auf Werke, aber auch Dokumente von einem Künstler stoßen, den ich zumindest bisher nicht kannte. Ich nehme auch an, die meisten von Ihnen, obwohl Sie Journalistinnen, Journalisten gerade noch im Kulturbereich sind, kaum Willy Meller. Willy Meller ist ein Bildhauer. 1937 trat er in die NSDAP ein. 2 Jahre später hat Hitler ihn zum Professor ernannt. Und im selben Jahr entwarf er ein Relief eines Reichsadlers für ein Verwaltungsgebäude in Bochum. Daneben hat er zahlreiche Aufträge des NS-Staats übernommen, öffentlich Kunst im öffentlichen Raum herzustellen. Sein Reichsadlerrelief finde ich darum interessant, weil er 1952 nochmal einen diesmal Bundesadler schaffen konnte, diesmal am Haupteingang des Palais Schaumburg in Bonn, wie Sie wissen, damals der Amtssitz des westdeutschen Bundeskanzlers. Und es war auch Willy Meller, der beauftragt wurde, eine Monumentalskulptur für die meines Wissens erste bundesrepublikanische NS-Dokumentationsstätte zu entwerfen. Die liegt in Oberhausen. Das war dann im Jahr 1962. Meller zählte zu den etwa 400 Künstlerinnen und Künstlern, die im September 1944 auf eine Liste gesetzt worden sind, die Adolf Hitler und Goebbels geschaffen haben, ein Verzeichnis für alle Sparten des Kunstbetriebs, darunter auch etwa 100 Maler und Bildhauer. Alles Männer, also insofern, wenn ich jetzt immer von Bildhauern und Malern und Künstlern spreche, ist das, weil es auch alles Männer waren. Wer in die Liste aufgenommen wurde, hatte das Privileg, vom Kriegs- und vom Arbeitsdienst befreit zu sein. Der Einsatz, den diese Künstler mit ihren Werken für den NS-Staat leisteten, wurde also, wenn man es so zusammenfassen will, höher veranschlagt als ihr möglicher Einsatz an der Front. Sie alle wissen, dass die Kunstpolitik eine große Rolle im Nationalsozialismus gespielt hat. In unserem Katalog, den ich Ihnen sehr empfehlen kann, schreibt etwa die Historikerin Irit Dublon-Knebel, wie ich finde, sehr treffend, dass sich der NS-Staat zum absoluten Kurator emporgeschwungen hatte, der die Kunstproduktion kontrollierte und zum Werkzeug der Indoktrinierung schmiedete. In unserer Ausstellung können wir zeigen, dass die NS-Strukturen, die Netzwerke, vielfach auch in Westdeutschland und Österreich weiter Bestand hatten. In einer multimedialen Präsentation am Ende der Ausstellung dokumentieren wir fotografisch etwa 300 Arbeiten von Künstlern der Gottbegnadenliste in Deutschland und Österreich, die sowohl im NS als auch nach 1945 entstanden und eben noch heute im öffentlichen oder zumindest halböffentlichen Raum sichtbar sind. Der Befund ist also folgender: Die Künstler der Gottbegnadenliste prägten und gestalteten vielfach
das Gesicht der Bundesrepublik, ihre öffentlichen Plätze, Institutionen, Behörden, Parks und, wenn es passte, sogar Gedenkstätten. Wie Sie wissen, zeigen wir ja seit einigen Wochen gleichzeitig eine Ausstellung zur Geschichte der Documenta hier im Haus, die sich auch mit Politik und Kunst in der Bundesrepublik beschäftigt. Als sich diese beiden Projekte noch in der Planungsphase befanden, ging ich denke auch das Team, davon aus, dass es sich um zwei Pole des Kunstbetriebs handeln würde, die wir da bearbeiten. Zum einen natürlich die Documenta als das Bekenntnis zu einer demokratischen, antinationalsozialistischen Moderne, die fortwirkenden Gottbegnadeten dann als ihre Kehrseite. Wir haben allerdings im Verlaufe der Recherchen dann gelernt, dass dieses Bild in der Schablonhaftigkeit so nicht stimmt. Nicht nur bei den Gottbegnadeten gab es Kontinuitäten vor und nach 1945, sondern eben auch bei der Documenta, wenn auch natürlich in ganz anderer Weise. Das Konzept für diese Ausstellung zu den Gottbegnadeten stammt von Wolfgang Brauneis, der hier vorne sitzt. Er hat sich ursprünglich an mich gewendet, weil er mit einem Historiker, und ich hatte mich lange beschäftigt mit der Frage des Fortwirkens, eher eigentlich von Ideologie als von visuellen Dingen des NS in die Nachkriegszeit. Er wollte mit mir darüber sprechen, und in diesem Gespräch kamen wir dann auf die Idee, ob man daraus nicht eigentlich eine wunderbare Ausstellung machen könnte. Und ich bin Herrn Brauneis, der dann der Kurator dieser Ausstellung geworden ist, sehr dankbar, dass dies aus unserem Gespräch hervorgegangen ist. Den Kontakt hatte schon 2018 Julia Friedrich vom Museum Ludwig hergestellt. Sie hatte auch schon an eine Ausstellung gedacht, fand es aber nicht richtig, das in einem Kunstmuseum zu tun. Tatsächlich gibt es, wie ich finde, gute Gründe, warum eine solche Ausstellung hier im Historischen Museum besser gezeigt werden kann als in einem deutschen Kunstmuseum. Zum einen haben die deutschen Museen nach 1945 gar nicht einen Sammelschwerpunkt auf diesen Künstlern gehabt. Sie wurden selten angekauft. Wie unsere Dokumentausstellung zeigt, war es ja gerade modern, wieder moderne und nicht antimodernistische Kunst zu zeigen und zu sammeln. Zum anderen wollten wir ja auch nicht eine Renaissance dieser Künstler einleiten, sondern eben ihr Fortwirken dokumentieren. Insofern geht es hier auch um weit mehr, wie ich finde, als die Biografien der meist vergessenen bildenden Künstler aus dieser Liste der Gottbegnadeten. Es geht um uns selber und wie wir mit diesem spezifischen materiellen Erbe umgehen. Es ist uns ja bewusst, dass dies nicht irgendein Erbe ist, etwa wie eine Autobahn, eine Straße, die von einem NS-Architekten nach 1945 gebaut worden ist, sondern es geht eben um Kunstwerke und damit um die Frage, wie weit man mit dem Zeigen und Sehen solcher Kunstwerke etwas von dem Selbstverständnis und Weltverständnis übernimmt, das diese zum Ausdruck bringen wollten. Insofern ist unsere Ausstellung erneut eine über Politik und Kunst, genauer kann man vielleicht sagen Kunst, Politik, Geschichte und Gegenwart. Wir werden hier nicht eine Regel anbieten, wie man mit diesem künstlerischen Erbe umgeht, das sage ich gleich jetzt. Auch wenn Sie alle mich fragen werden, wie geht man jetzt damit um, wir werden keine Regel geben, das ist nicht das, was wir uns vorgenommen haben für diese Ausstellung. Das wird vielleicht Gegenstand öffentlicher Diskussion der Zukunft sein, aber ich denke, wenn es solche Diskussionen gibt, haben wir eine gute Grundlage für eine solche Diskussion hier geliefert. Die Grundlage für das Nachdenken und das Urteilen über diese Form von Kontinuität
und wie wir eben damit umgehen und leben wollen. Ich gebe jetzt endlich das Wort weiter an den Kurator Wolfgang Brauneis. Er ist freischaffender Kunsthistoriker und Kurator. Er lebt in Köln und Bonn. Wolfgang Brauneis, bitte. Das war jetzt quasi ein bundesrepublikanisch-freudianischer Versprecher, lebt in Köln und Berlin und nicht in Köln und Bonn. Das war ja, also. Das wäre schräg, lebt in Köln und Bonn. Ich freue mich sehr, dass so viele von Ihnen gekommen sind, um sich etwas über dieses ja auf den ersten Blick sehr ungewöhnliche, auf den zweiten Blick denke ich aber wahnsinnig interessante Thema anzuhören. Und es ist auch ein bisschen ungewöhnlich für mich, über etwas, woran ich jetzt so lange Zeit gearbeitet habe, vor Menschen, die dazu ihrerseits vielleicht was machen wollen, hoffentlich, nur wenige Minuten zu sprechen. Aber das ist die Kunst, nehme ich an. Ich werde das jetzt so handhaben, dass ich mit Ihnen quasi einmal im Schweinsgalopp durch die Ausstellung gehe und erzähle anhand einzelner Details, worum es da im Detail so gehen soll, möchte aber drei Bemerkungen vorweg schicken. Die erste, das taucht eben auch öfter bei den Fragen auf, ist, dass es sich explizit um eine Ausstellung nach 1945 handelt. Der Titel ist ja gewissermaßen zweigeteilt, die Liste der Gottbegnadeten Liste, die Künstler der Gottbegnadeten Liste, das ist letztlich der Rückbezug, der Ausgangspunkt dieser Ausstellung, besagte Liste, von der Herr Groß schon sprach, aber wir beschäftigen uns primär und fast ausschließlich mit der Zeit nach 1945. Die Ausstellung ist ein revisionistisches Projekt, könnte man sagen. Revision ist in der Kunstgeschichte kein allzu neues Phänomen. Ich würde sagen, es ging eigentlich so Mitte, Ende der 90er Jahre los, sowohl im Kunstmarkt als auch in Kunsttheorie, Kunstgeschichte, dass man eben damit anfing, sich mit aus der hegemonialen Kunstgeschichte herausgefallenen oder vergessenen Künstlern und Künstlerinnen zu beschäftigen. Das war aber primär aus einer emanzipatorischen Perspektive heraus, also feministische Kunstgeschichtsschreibung, postkoloniale Kunstgeschichtsschreibung. Und wir nehmen ja gewissermaßen das andere Ende des Spektrums ins Visier. Aber ich denke, dass der Begriff der Revision trotzdem Sinn macht, weil es eigentlich darum geht, einen revidierenden Blick auf die deutsche Kunstgeschichte, auch Kulturgeschichte nach 1945 zu werfen, die sich ja primär über diesen Cut mit der, oder über diesen Cut der Stunde Null definiert hat und sowohl NS-Kunst, aber dann eben auch das, was diese Künstler nach 1945 machten, eigentlich so unter den Teppich gekehrt hat. Und ich denke, dass es sinnvoll ist, den Teppich mal zu heben. Das Dritte, was ich noch kurz voranschicken möchte, ist, dass wir versucht haben, kunsthistorischen und zeithistorischen Zugang zu diesem Thema quasi auf Augenhöhe oder in direktem Austausch umzusetzen. Sprich, die Biografien dieser Künstler sind für uns genauso relevant wie ihre Werke, wie die Entstehungsgeschichte der Werke und wie die Rezeption ihrer Arbeiten. Und ich denke und hoffe, dass man das auch an der Ausstellungsgestaltung ablesen kann. Die Ausstellung beginnt, vielleicht haben das ja manche von Ihnen auch schon gesehen im letzten Stündchen, mit einem einführenden Raum, es ist auch nur ein Raum, über den Kunstbetrieb im NS. Es schien uns wichtig zu sein, die Säulen oder Parameter des nationalsozialistischen Kunstbetriebs kurz darzustellen, also Kunstpublizistik, Kunstausstellungen, Kunst am Bauprojekte,
und auch Kunst, ja, Ideologie im weitesten Sinne, natürlich auch im Zusammenhang mit dieser gottbegnadeten Liste, auf der die Künstler standen als Resultat ihres Status im NS-Kunstbetrieb, der natürlich mit diesen Parametern zu tun hatte. Die Künstler standen, Künstler waren in Wettbewerben, konnten Wettbewerbe gewinnen für Kunst am Bauaufträge, waren in Ausstellungen beteiligt, hatten Professuren, wurden von hochrangigen Funktionären gesammelt etc. und daraus resultierend standen sie auf der gottbegnadeten Liste. Unabhängig von dieser Liste schien es uns aber auch notwendig zu sein, dadurch zumindest versuchsweise in Erinnerung zu rufen, wie bekannt diese Künstler in den 50er, frühen 60er Jahren waren, im Gegensatz zu jetzt. Herr Groß hat ja schon Herrn Meller erwähnt. Man denke, ich kann davon ausgehen, dass man 1952 natürlich in Bonn wusste, wer Willy Meller war, im Gegensatz zu 1982. Und auch den Grad, sagen wir, der Involviertheit dieser Künstler in die nationalsozialistische Kunstideologie nochmal nachzuzeichnen, was ja theoretisch auch ein Thema hätte sein können in den Nachkriegsjahrzehnten. Was dann folgt, sind zwei große Kapitel, die eigentlich diese Ausstellung definieren oder das Kernstück dieser Ausstellung ausmachen, zum Thema Auftragskunst und zum Thema Ausstellungen. Dieses große Kapitel Auftragskunst ist topografisch gegliedert in fünf Räume. Dass wir mit Bayern beginnen, hat nicht nur den pragmatischen Gesichtspunkt, dass dieser 27 Quadratmeter große Gobelin von Hermann Kasper aus dem Jahr 1970 halt einfach nur an diese Wand passt, sondern dass man natürlich gerade anhand Bayern und München auch die Kontinuität gut nachzeichnen kann. Wir haben das dann auch so gestaltet, dass man quasi von diesem ersten Raum aus von Arbeiten Hermann Kaspers, die im NS entstanden sind, auf diesen Gobelin blicken kann. Und ich denke, dass man schon in diesem Raum eigentlich auch unsere Absicht, was ich eben schon erwähnt habe, das von verschiedenen Perspektiven aus in den Blick zu nehmen, ganz gut erkennen kann in dieser Mischung aus Originalwerken, Dokumentationen oder Dokumentarmaterial dieser biografischen Station und der relativ reichhaltigen Rezeption eben zu diesem Gobelin, um den es tatsächlich damals, und das war eigentlich eine Ausnahme, auch relativ viel Debatten gab. Diese biografischen Stationen finden Sie immer wieder in der Ausstellung, die ziehen sich fast durch das ganze, durch den ganzen Ausstellungsgrundriss. Wir haben uns deshalb gegen einen abgeschlossenen Raum oder ein eigenes Kapitel nur zu den Biografien entschieden, um gleichermaßen die Biografien dieser größtenteils unbekannten Künstler mit all dem, was mit der Entstehung der Auftragswerke, also mit diesem städtischen Milieu, mit den Netzwerken, mit besagter Rezeption zu tun hat, eben auch besser in eine Verbindung bringen zu können, als eben bei einem vorangestellten Kapitel. Und wir haben bei diesen biografischen Stationen neben Fotografien dieser Künstler, dass man nochmal weiß, wie die aussehen, und Daten zu ihrem Leben, einzelnen Exponaten, auch immer eine kleine Medienstation angebracht, in der wir anhand von 6, 7, 8 Bildern zumindest einen groben Überblick über deren Werk über die Jahrzehnte geben, dass man einerseits eben sich vergegenwärtigen kann, was diese Künstler denn so machten, auch in den unterschiedlichen Systemen, aber auch dieses Phänomen der Anpassungsleistung nachvollziehen kann, das eigentlich auf alle Künstler zutrifft, sowohl in den NS hinein als auch dann eben in die BRD. Man kann dann im nächsten Raum, dem Ruhrgebiet, denke ich, auch gut sehen, dass wir versucht haben, anhand dieser Biografien und der Werke auch verschiedene Schwerpunkte zu setzen. Das betrifft sowohl Künstler, deren Biografie uns insofern überrascht hat, als sie wie Adolf Wamper an einer eigentlich eher mit Moderne assoziierten Einrichtung wie der Folkwang-Universität Jahrzehnte lehrten und auch eine Professur bekamen, bis hin eben zu besagten Willy Meller und dieser Trauernden vor der Gedenkhalle in Oberhausen, die tatsächlich, das sollte nicht unerwähnt bleiben, vor wenigen Jahren, ebenso wie die Gedenkstätte Deutscher Widerstand,
beide machten fantastische Ausstellungen zu diesen Arbeiten in Oberhausen bzw. auch im Wendlerblock, die leider ja ziemlich untergingen, muss man sagen, im Gegensatz zu der Ausstellung. Also da war wahrscheinlich die Pressekonferenz schlechter besucht. Aber es ist mir schon wichtig, das zu erwähnen, denn selbst wenn einiges in der Ausstellung zum ersten Mal zu sehen ist oder sich auch die Ausstellung zum ersten Mal im Überblick diesem Thema widmet, liegt es vielleicht auch gewissermaßen in der Luft, dass es jetzt auch andere gab, die in den letzten Jahren auf die Idee gekommen sind, dazu was zu machen. Also das wollen wir uns jetzt nicht alleine ans Revers heften. Im Rheinland, im nächsten Raum, kann man auch gut sehen, dass Ausnahmen wie Arno Breker, dessen Palast Athene gewissermaßen den Raum beherrscht, bestätigen die Regel, trotz dieser Ausstellungen vieles und viele noch völlig unbekannt sind. Ich denke, das anschaulichste Beispiel ist hier Hans Breker, der jüngere Bruder von Arno Breker, eigentlich ziemlich der einzige Künstler der gottbegnadeten Liste, der auch in der DDR tätig war. In seinem Fall ist interessant, dass er tatsächlich in allen drei Systemen hauptberuflich als bildender Künstler gearbeitet hat, im NS, der DDR und der BRD. Und man gerade anhand seiner Karriere oder auch dem Gegenüber des Modells der Karl-Marx-Büste, die dann in Moskau in der Universität aufgestellt wurde, und dem Mahnmal für die Gefallenen der Sturmartillerie, also einer Panzereinheit der Wehrmacht aus den späten 50er Jahren, denke ich, ganz gut nachzeichnen kann. Wir kommen dann über den vorletzten Raum Berlin in den ersten Stock. Dort gibt es dann noch einen abschließenden Raum zu Österreich, denn auch wenn die Ausstellung Künstler des Nationalsozialismus in der Bundesrepublik heißt, es ist auch primär, ich habe die DDR eben erwähnt, die de facto keine Rolle spielt bei diesem Thema. Es ist also primär ein bundesrepublikanisches und auch ein spezifisch bundesrepublikanisches Thema. Gibt es eben auch einige Künstler aus Österreich, die auf dieser Liste standen, die im Nationalsozialismus über Erfolge in München, in Berlin, auch über Umzüge bekannt wurden und dann eben wieder nach Wien zurückgingen und ihre Laufbahn fortsetzen konnten. Das kann man sehr eindrücklich, denke ich, an der Karriere von Rudolf Hermann Eisenmenger beobachten. Wir nehmen dann auch ein österreichisches Thema in diesem Raum, nämlich die erste große Ausstellung zu Josef Thorak, die eigentlich nur aus Monumentalplastiken, die im Nationalsozialismus entstanden sind, 1950 im Rahmen der Salzburger Festspiele im Mirabellgarten gezeigt wurde und von abertausenden Menschen besucht wurde, quasi als Link zu unserem zweiten großen Kapitel zum Thema Ausstellungen, das ein bisschen kleiner ist als das Auftragskunstkapitel, was sich auch daher erklärt, dass de facto die Auftragskunst für diese Künstler, die durchaus in dem hegemonialen Kunstbetrieb, also den großen Museen, progressiv ausgerichteten Galerien, aber ich sage natürlich auch Institutionen wie der Documenta ausgeklammert wurden, eben das wichtigere Terrain war. Aber es scheint uns oder es schien uns schon wichtig zu sein, auch zu zeigen, dass diese Künstler bereits ab 1950 auch wieder in Ausstellungen vertreten waren, unter anderem auch im dann Haus der Kunst genannten ehemaligen Haus der deutschen Kunst. Es ist auch interessant an der Stelle zu dokumentieren, dass es im Bereich der Ausstellungen durchaus kritische und auch in der überregionalen Presse formulierte Texte gab, anders als bei der Auftragskunst. Man kann das gut im Fall von Werner Peiner ablesen, wo also dann auch in der FAZ und in der Zeit drüber geschrieben wurde. Und wo wir eben auch versuchen, das Objekt der Kritik eben darzulegen, indem wir diesen 26-teiligen Zyklus Dämonen der Stunde von Peiner zeigen. Ich denke, ein sehr interessantes Werk, zum einen aufgrund seiner Entstehungszeit 1944 bis 1946, also relativ ungewöhnlich, und zum anderen auch ob der Tatsache, dass es, glaube ich, sehr wenig Werke gibt von Künstlern des NS,
die sich eben nicht mit dem Heroischen, sondern, wenn man so will, mit dem Untergang beschäftigen. Wir nehmen diesen Faden der kritischen Rezeption dann auf, um uns mit Zeitschriften, wie oder eigentlich ist es nur eine Zeitschrift tatsächlich, Tendenzen aus München, die sich regelmäßig auch kritisch mit den Nachkriegskarrieren dieser Künstler beschäftigt hat, aber auch die ersten Publikationen, Ausstellungskataloge zu NS-Kunst in der BRD, versuchen das aber auch zu flankieren mit eben affirmativer Rezeption, Ausstellungskatalogen, Monographien zu diesen Künstlern, aber auch eine Auswahl an antimodernistischen Schriften der 50er bis 70er Jahre. Denn es ist nicht nur so, dass diese Künstler in der BRD weiterhin tätig waren, sondern dass eben auch der nationalsozialistische Kunstbegriff zum Teil sehr erfolgreich, das Buch von Eichler, das Sie da sehen können, war also ein Bestseller, der in 7-8 Auflagen erschien, auch diesen ganzen NS-Jargon übernommen hat. Abschließend kommen wir dann beim Thema Ausstellungen zur Rolle der Privatsammler anhand einiger Beispiele. Der wahrscheinlich prominenteste Fall sind die Büsten, die auch in der Ausstellung zu sehen sind, von Peter und Irene Ludwig, die 1986 von Arno Breker angefertigt wurden und nachdem kolportiert wurde, dass Peter Ludwig mit der Idee spielt, diese Büsten zur Eröffnung des Kölner Museum Ludwig im Foyer zu zeigen, es die wahrscheinlich bis dato hitzigsten Debatten über NS-Kunst gab, wo interessanterweise ein Begriff, der schon früh in den 50er Jahren von Werner Haftmann ins Spiel gebracht wurde, nämlich die Nicht-Kunst, wieder fröhliche Urständ feierte und man sich dann doch damals anders als 20 Jahre später, würde ich sagen, darauf verständigt hat, dass NS-Kunst dann doch eher aus Kunstmuseen draußen gehalten werden soll. Das hat sich vor allem in den 10er Jahren geändert, würde ich sagen, eigentlich schon in den Nullerjahren. Das heißt, der ganze Diskurs über die Frage, wie und wo man NS-Kunst zeigen könnte, hat sich gewissermaßen verfeinert, ohne dass es auch da klare Antworten gibt. Der Link zu unserer Ausstellung ist natürlich, dass diese Frage sich dann, wenn man mit den Arbeiten der Künstler nach 45 zu tun hat, diese Frage natürlich wieder stellt. Und ich würde mich da Herrn Groß auch anschließen, dass es eigentlich notwendig ist, dass diese Ausstellung in einem historischen Museum stattfindet. Denn es gab sicherlich auch nachvollziehbare Gründe, warum diese Arbeiten oder ja, auch diese Künstler in dem hegemonialen Kunstbetrieb oder der Kunstgeschichte nicht untergekommen sind und es wäre jetzt ein zu einfacher Move, die praktisch wieder reinzuschreiben, also es ist dann besser, man lagert die erstmal wie hier im Haus in so einem Zwischendepot gewissermaßen und guckt dann von da aus, was die Kunstgeschichte damit treiben will, so ungefähr. In dieser Phase, Ende der 80er Jahre, ging auch die Debatte los über die Kunst im öffentlichen Raum. Es gab beispielsweise von Eduard Bocon in der FAZ Ende der 80er da einen Text drüber, also sinngemäß, warum debattiert ihr eigentlich über NS-Kunst im Museum, wo doch alles da draußen zu sehen ist. Und wirklich thematisiert wurde es eigentlich auch erst ein Weilchen später, die erste, wenn ich recht informiert bin, groß angelegte Kommentierung ist hier am Olympiagelände zu sehen. Die wurde anlässlich der Fußball-WM 2006 in Angriff genommen. Und auch hier kam dann in den 10er Jahren einiges hinzu, wie bei besagter Willy Meller Skulptur oder eben auch bei der Pallas Athene, die im Moment auch Diskussionsgegenstand an der Schule, an dem Gymnasium in Wuppertal ist, vor der sie jetzt einige Jahrzehnte stand. Nichtsdestotrotz, auch wenn das, wie gesagt, nicht unsere Hauptaufgabe ist, um jetzt diese Kommentierungen oder diese Kommentierungsoptionen zu kommentieren, fanden wir es dann doch interessant, die Arbeiten, auf die wir im Zuge unserer Recherchen gestoßen sind, auch mal wirklich großflächig dokumentieren zu lassen. Sie können die in diesem abschließenden Raum als dreiteilige Fotoinstallation, Wandpräsentation sehen, aber auch an zwei Arbeitsstationen sich weiter vertiefen zu den einzelnen Werken.
Diese Stationen basieren auf einer Webseite, die auch heute online geschaltet wurde und die weiter betreut werden soll, also jetzt erstmal ein Jahr und hoffentlich in irgendeiner Form auch darüber hinaus, denn das Projekt ist eigentlich noch lange nicht abgeschlossen. Vor allem gibt es eigentlich, muss man sich eigentlich früher oder später auch von dieser gottbegnadeten Liste verabschieden. Das ist natürlich jetzt auch so ein selbstgewähltes Korsett, um das einfach besser in den Griff bekommen zu können. Aber es gibt natürlich auch noch viel mehr Künstler, die in beiden Systemen erfolgreich waren, und das müsste man dann entsprechend ausweiten. Wir werden dann auch zusätzlich zu dieser Online-Präsentation uns um diese Werke vor Ort kümmern. Das ist Teil eines wahrscheinlich relativ ungewöhnlichen Begleitprogramms für das DHM. Also es gibt dann Stadtspaziergänge oder Exkursionen, wie auch immer man das nennen will. Nicht nur in Berlin, sondern auch in Düsseldorf, München und Wien, wo wir eben versuchen, dann unsere Fragestellungen vor Ort nochmal ins Spiel bringen zu können. Ja, ich nehme das mal weg. Ja, vielen Dank, Wolfgang Brauneis. Und Sie haben jetzt die Möglichkeit, nochmal in die Ausstellung zu gehen, um vorher Fragen zu stellen. Gibt es Mikrofone im Raum, die. Ja, da, vielleicht, wenn Sie gleich. Gerd Roth von der Deutschen Presseagentur. Ich habe eine Frage zur Auswahl der Künstlerinnen und Künstler. Es gibt ja unterschiedliche Listen dieser Gottbegnadeten, auch mit sehr unterschiedlichen Zahlen, von 1000 bis, Sie haben jetzt 300 irgendwas. Auf was für eine Auswahl basiert jetzt Ihre Auswahl? Also was umfasst diese Liste genau? Hallo. Ja, das sind eigentlich zwei Fragen in einem. Das eine betrifft diese gottbegnadeten Liste. Das ist tatsächlich auch so auf Wikipedia, glaube ich, nach wie vor falsch dargestellt. Also es gibt eine Liste mit gut 1000 Namen, die im September 1944 im Auftrag von Hitler und Goebbels kompiliert wurde. Und die gottbegnadeten Liste ist ein Teil dieser Liste mit 378 Namen. Andere Listen, die Filmliste oder auch die Liste mit den Orchestern, wurde dann eben in diesen Anfangstagen September 1944 noch dazugepackt. Und man kann eigentlich davon ausgehen, dass diese gottbegnadeten Liste schon nach Kriegsbeginn zusammengestellt wurde. Also wir haben Dokumente gefunden, auch aus dem internen Briefverkehr oder bürokratischen Verkehr, wie auch immer man das nennen will, wo man eben eine sogenannte Führerliste bereits auch als gottbegnadeten Liste bezeichnet. Also man kann davon ausgehen, dass die dann hergenommen wurde und einfach noch angereichert wurde. Was ich zu Beginn machte, war tatsächlich einfach diese gottbegnadeten Liste zu nehmen und mir die Lebensdaten anzuschauen und dann eben zu realisieren, dass einige doch bis in die 60er, 70er, in manchen Fällen sogar noch länger, Jahre gelebt haben, und habe dann praktisch alle, die mindestens die 50er Jahre erlebten, rausgezogen. Das ist ungefähr ein Drittel dieser Liste, und bin das dann durchgegangen, wie dann deren Leben und Karriere so weiter verlief. Es gibt natürlich einige, über die findet man wirklich gar nichts mehr. Es gibt andere, über die gibt es ein bisschen was, wie gesagt, viele irgendwo dazwischen. Interessant ist vielleicht, wenn man sich diese Liste anschaut, wir haben die ja auch auf der Wand im oberen Stockwerk angebracht, dass die Liste der Maler deutlich länger ist als die der Bildhauer, dass aber fast alle Bildhauer quasi in unser Beuteschema fielen, bei den Malern aber relativ wenige dabei sind. Das heißt, man kann dann schon auch ablesen,
dass man gewissermaßen zumindest auch jetzt bei dieser Auswahl auf die Bildhauer eher gesetzt hat als auf die Maler. Deshalb haben wir jetzt zum Beispiel bei unseren biografischen Stationen tatsächlich auch 8 Bildhauer und 4 Maler. Das deckt auch in ungefähr das Größenverhältnis ab. Aber es ist, glaube ich, wichtig, im Hinterkopf zu behalten, dass diese 12 biografischen Stationen nicht bedeuten, dass es nur um diese 12 Künstler geht. Also wir hätten jetzt auch eine Ausstellung mit 20 Künstlern machen können. Wir haben auch versucht, das zumindest anzudeuten, indem wir in den einzelnen Räumen zumindest einzelne Vitrinen oder eben auch mal so eine Station von jemandem, den wir nicht näher betrachten, unterbringen, um zumindest ein Gefühl dafür zu geben, dass das Thema noch weitergeht. Ich sehe dort und da noch, ja, da vorne noch eine Frage, ja, vielleicht, vielleicht mit die Mikrofone entsprechend. Soll ich anfangen? Okay. Nikolaus Bernau, Berliner Zeitung. Ich habe zwei Fragen. Das eine ist, Kunstgewerbler, Architekten, Schauspieler, Musiker haben auch in der DDR eine hervorragende Karriere gemacht, ob Gott begnadet oder nicht. Wieso gilt das für Ihre Auswahl nicht? Also woher kommt das, dass die in der DDR nicht reüssiert haben? Das wäre das eine, also was bildende Künstler angeht. Die zweite Frage ist die, wenn ich das richtig gesehen habe, aber da bitte ich mich sofort zu korrigieren, spielt die Gesamtstruktur der Gottbegnadetenliste respektive dieser Insgesamtliste in der Ausstellung keine Rolle. Deswegen tauchen auch Frauen nicht auf. Während bei Bildhauern und Malern waren Frauen einfach relativ wenig vertreten. Sobald wir Schauspieler, Musiker etc. und Musikerinnen, Schriftstellerinnen vor allem mitnehmen würden, sehe das ganz anders aus. Sowohl das Bild, was die DDR angeht, als auch was das Bild Frauen, Männer angeht. Wieso haben Sie nirgends, also wenn ich das richtig sehe, wie gesagt, bitte ich mich zu korrigieren, wieso spielt die Gesamtstruktur der Ausstellung diese Gesamtstruktur der Liste nicht wieder? Ja, die Frage nach den Künstlern in der DDR ist tatsächlich gar nicht so leicht zu beantworten, weil es in formalästhetischer Hinsicht ja eigentlich durchaus Traditionslinien gibt zwischen eben Monumentalplastiken im NS und der DDR, würde ich sagen. Also das ist auch ein Thema, das Lutz Dambeck, mit dem wir auch einen unserer Begleitprogrammabende verbringen werden in einem Film, den wir auch sehen werden, zeigt. Letztlich ist tatsächlich nur ein Künstler, Rudolf Löhner, ein Bildhauer, der dann auch noch das Pech hatte, als Maler aufgelistet worden zu sein, aber es ist ein Bildhauer aus Dresden. Von dem gibt es auch ein paar Arbeiten in Dresden, aber es ist tatsächlich sehr wenig und es wäre der einzige, der überhaupt zu nennen ist. Es gab noch 2, 3, 4 andere, die sind aber einfach relativ früh verstorben. Und es ist schwer zu beantworten. Also interessant ist vielleicht, dass man an den Akademien sehen kann, dass beispielsweise in Dresden, also auch Leute, die in Dresden im NS tätig waren als Professoren, nach 1945 nicht mehr zurückgingen, vielleicht auch nicht mehr zurück konnten oder wollten, wohingegen die großen Akademien in Düsseldorf und München beispielsweise bis auf 1, 2 Ausnahmen eigentlich alle Professoren wieder weiter beschäftigt haben. Also in der DDR hatte man beispielsweise in der Dresdner Akademie dann schon auch versucht, Künstler und Künstlerinnen, die im Exil waren, anzustellen explizit. Das war jetzt eigentlich in München oder Düsseldorf, soweit ich weiß, nicht der Fall. Und das könnte, glaube ich, zum Beispiel so ein zumindest ein Teil einer Antwort sein. Das mit der Gottbegnadetenliste, das muss man tatsächlich relativ platt sehen. Also diese Gottbegnadetenliste ist einfach ein Synonym für berühmte Künstler im Nationalsozialismus. Und zwar deshalb, weil, also ich habe mich deshalb für die Liste entschieden und nicht, woran ich eigentlich ursprünglich gearbeitet habe, für die Liste der Künstler, die auf der ersten Ausstellung über NS-Kunst 1974 zu sehen waren. Also das war eigentlich der Ausgangspunkt. Das ist ungefähr eine Liste mit 80 Leuten
Und ich bin darauf gestoßen, dass in den unzähligen Rezensionen, die damals zu dieser Ausstellung 74 veröffentlicht wurden, nur, ich glaube, in dreien darauf hingewiesen wurde, dass ja jetzt noch Künstler leben, die im Nationalsozialismus sehr erfolgreich waren, aber ja nie thematisiert werden, mehr oder weniger. Das fand ich interessant und habe mich eigentlich erst an dieser Liste entlang gehangelt. Stieß dann auf diese gottbegnadeten Liste und dachte, es ist sinnvoller, eine im Nationalsozialismus erstellte Liste als Ausgangspunkt zu nehmen, um diesen interpretatorischen Zwischenschritt praktisch zu umgehen. Also diese Frage, ja warum, aus welcher Perspektive hat denn dann jemand in den 70er Jahren diese Künstler als die wichtigsten bezeichnet? Also es schien mir sinnvoll zu sein, quasi eine im NS kompilierte Übersicht, die wiederum viel mit dem Erfolg, mit dem auch ablesbaren Erfolg dieser Künstler zu tun hat, zu nehmen. Aber es ist tatsächlich einfach nur eine Übersicht. Und es sind tatsächlich bei den Malern und Bildhauern auch nur Männer. Also, ja. Ja, Andreas Kilp, Frankfurter Allgemeine. Ich habe eine Frage für Herrn Brauneis und eine an Herrn Groß. Herr Brauneis, der Titel der Ausstellung suggeriert ja eine sehr starke Übereinstimmung bzw. Identität zwischen den Gottbegnadeten und den Künstlern des Nationalsozialismus. Und der englische Untertitel National Socialism's Favorite Artist macht es noch deutlicher. Sind Sie sicher, dass das wirklich für jeden einzelnen Künstler, bildenden Künstler auf dieser Liste gilt? Ich denke da konkret an Georg Kolbe, der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Liste 67 Jahre alt war, also selbst in einem sehr erweiterten Sinn nicht mehr wehrdiensttauglich und der auch seinen Stil nach 1933 nicht gewechselt hat und keine Staatsaufträge bekommen hat. Würden Sie auch ihn zu einem Favorite Artist of National Socialism erklären? Und Herr Groß, Sie haben in Ihrem Grußwort die Frage im Sinne historischer Urteilskraft aufgeworfen, inwieweit schon das bloße Sehen neben dem Aufstellen solcher bildenden Kunst den Betrachter sozusagen mit dem Weltverständnis und dem Selbstverständnis der jeweiligen Kunstwerke infiziert, um es mal mit einem aktuellen Wort zu sagen. Würde das dann nicht auch gelten müssen für andere Kunstsorten, also würde das nicht auch heißen, dass wenn ich ein Gemälde von Nolde betrachte oder ein Gedicht von Agnes Miegel oder Josef Weinheber oder von Oskar Lörke lese, der aus durchaus ambivalenten Gründen das Treuegelöbnis für Adolf Hitler 1933 unterzeichnet hat, mit nationalsozialistischem Gedankengut infiziert werde, oder ist das eine Überinterpretation Ihres Satzes? Ja, das ist natürlich ein wichtiger Hinweis, was diese, also wir schreiben das ja auch im Katalog, was die Tatsache betrifft, dass diese Liste nicht bis in das letzte Detail stimmig ist. Also es gibt Maler wie beispielsweise Edmund Steppes oder Willi Kriegel, wo man sich zumindest auf formal-ästhetischer Ebene eigentlich nicht nachvollziehen kann, warum die auf dieser Liste stehen. Und das hat, denke ich, beispielsweise im Falle von Kriegel auch damit zu tun, dass das Ehepaar Kriegel mit dem Ehepaar Goebbels eng befreundet war. Und könnte ich mir vorstellen, das ist natürlich jetzt spekulativ, aber das stimmt. Also es gibt da Brüche und wir haben uns zumindest Mühe gegeben, an den Rändern auch diese Brüche oder diese... Ja, nicht wirklich Homogenität darzustellen. Also an den Rändern meine ich, dass wir auch versucht haben, bei diesen Netzwerken im Detail beispielsweise Verbindungen zu anderen Architekten oder Künstlern herzustellen. Ich denke da an den Paul M. Jansen bei Willy Meller, wo wir erklären, dass er auf der
entarteten Kunstausstellung zu sehen war, dass er posthum auf der zweiten Documenta zu sehen war, dass er aber trotzdem monumentale Wandgemälde im besetzten Polen zum Einmarsch der Wehrmacht und der Eindeutschung der besetzten Gebiete machte. Es hat sich nicht ausgeschlossen, das 2-3 Jahre nach Beteiligung an der entarteten Kunstausstellung machen zu können. Das heißt, es gibt diese Brüche, es ist auch noch unheimlich viel aufzuarbeiten, was das betrifft. Das hätten wir einfach, also das haben wir versucht zu leisten, indem wir das an diesen Stellen andeuteten. Was Georg Kolbe betrifft, auch da haben wir versucht, die Heterogenität der Liste über diesen Aspekt der unterschiedlichen Generationen darzustellen. Also dass auch NS-Künstler, NS-Kunst, das ist nicht alles aus einem Guss, die sind alle nicht gleich alt. Es gibt ältere Künstler, die um 1880 geboren sind, die dann von den Nationalsozialisten quasi als die Künstler des Übergangs definiert wurden, wo eben Kolbe oder Scheibe oder Wackerli mit dazugehören, die quasi auch in der Weimarer Republik weiterhin figurativ arbeiteten und so weiter. Ja, und eben jüngere, wie Arno Breker oder Josef Thorak, die dann um 1900 geboren sind und die dann quasi den Auftrag erfüllen sollen, jetzt im nationalsozialistischen Duktus gesprochen, den diese Künstler vorgegeben haben. Erfolgreich im Sinne von, also ich würde schon die Künstler, die wir in den Blick nehmen oder die ich überhaupt, über die ich überhaupt Sachen rausfinden konnte, zumindest als so erfolgreich definieren, dass sich die meisten Künstler und Künstlerinnen der Gegenwart, also anno 2021, wahrscheinlich schon freuen würden, wenn sie so erfolgreich wären. Also das waren, die hatten jetzt nicht nur ein, zwei Sammler, auch Kolbe wurde von Hitler und Goebbels gesammelt, auch Kolbe-Figuren standen in Einrichtungen, also ich glaube, Wehrmacht-Einrichtungen, er hatte Aufträge am Olympiagelände, er hat eben auch so einen besagten Aufruf schon 33 unterzeichnet, aber auch spät, 44, mit Scheibe zusammen. Wobei es mir jetzt tatsächlich auch gar nicht darum geht, das haben wir auch vermieden in der Ausstellung, moralisch zu werten. Sie finden in der Ausstellung kein einziges Mal den Begriff Nazi-Kunst oder Nazi-Künstler oder NS-Kunst oder NS-Künstler. Wir haben wirklich versucht zu beschreiben, dass es sich um Künstler handelt, die in beiden Systemen erfolgreich waren. Manche waren Hardliner, andere waren Mitläufer, andere, vielleicht wurden auch welche instrumentalisiert. Das kann ich dann tatsächlich nicht mehr bewerten, aber ich würde Georg Kolbe de facto als erfolgreich bezeichnen, ja. Also was einfach die Präsenz betrifft, in jeder Ausgabe mehr oder weniger der Kunst im Dritten Reich sind Georg Kolbe Skulpturen in den Anzeigen zu sehen. Also einfach was diese öffentliche Präsenz betrifft, auch die Texte, die über ihn geschrieben wurden in den Zeitungen, die Bücher, die publiziert wurden. Es war schon, würde ich sagen, als Künstler und über sein Werk eine öffentliche Figur und durchaus auch bekannt und gut dabei eigentlich. Gut, ich werde versuchen, vielleicht kürzer zu antworten auf Ihre Frage, die natürlich wichtig ist, die auch, glaube ich, wirklich, wo ich etwas klarstellen muss. Ich habe ganz explizit ja gesagt, anders als etwa ein Architekt oder ein Ingenieur, der eine Autobahn oder eine Autostraße gemacht hat, ist es beim Kunstwerk, was uns als materielles Erbe übrig geblieben wird, eine Frage, das habe ich geschrieben, es ist eine Frage, inwieweit dieses Kunstwerk beim Zeigen, beim Sehen etwas vom Selbstverständnis, etwas vom Weltverständnis uns überträgt, in welcher Weise das passiert oder nicht. Ich kann es noch mal simpler sagen, um es noch mal klar zu machen. Ich bin nicht der Meinung, dass das Werk einer begnadeten Köchin, die ein Kochbuch gemacht hat, was Hitler wahnsinnig liebte und ihm in seiner Diät half, deswegen heute
problematisch ist, wenn wir es weiter benutzen würden. Ich fände es aber nicht identisch, wenn wir einen von seinen Lieblingsjuristen heute weiter in derselben Weise zitieren und benutzen würden, wie wenn es da nicht doch eine Rolle spielte, wie jemand in der NS-Zeit über Gerechtigkeit, über Moral, über diese Dinge nachdenkt. Und genauso ist es eben auch in der Kunst, da die ja eine große Rolle im Selbstverständnis der NS-Ideologie spielte, ist es nicht ganz so leicht zu sagen, das spielt gar keine Rolle, was die gemacht haben. Das ist alles. Und insofern denke ich, dass unsere Schau tatsächlich die Möglichkeit gibt, dass man das eben genau anschaut. Und ich finde es darum auch ganz wichtig, dass wir diese 300 Kunstwerke und mehr gibt es auch zeigen, dass man darüber nachdenkt. Ich glaube, bei den allermeisten würden wahrscheinlich sehr viele hier im Raum sich schnell einig sein, hier spielt es überhaupt keine Rolle. Es handelt sich um, bei Meller gibt es, glaube ich, auch solche Schwanen, einen Brunnen mit Schwanen, glaube ich, in Köln oder so. Und sagen würde, ja, spielt das eine Rolle? Nein, ist zweckvoll und so weiter. Bei anderen Sachen haben wir auch davon gehört, wo vielleicht im Nachhinein Mahnmale für bestimmte Opfer des Zweiten Weltkriegs, etwa, was war das, ein Sturm, da würde man vielleicht anders darauf reagieren und müsste diskutieren. Das meine ich, dass es die Grundlage ist für so eine Diskussion, aber es ist nicht die Antwort, sonst hätte ich ja sozusagen die mit als Regel formuliert und das, glaube ich, wird diese Ausstellung nicht liefern und soll sie auch nicht liefern. Ja, mein Name ist Wolfgang Ruppert. Sie haben in der Rede, die Sie gerade gehalten haben, den Begriff Künstler des Nationalsozialismus verwendet. Künstler des Nationalsozialismus. Ich finde diesen Begriff sehr unscharf, weil er nicht deutlich macht, gibt es Grenzen? Ist hier der Begriff Nationalsozialismus als Epochenbegriff gemeint, also dass alle Künstler, die im Nationalsozialismus gelebt haben, des Nationalsozialismus sind? Ist es eine Zugehörigkeit? Ist diese Zugehörigkeit durch diese Liste jetzt definiert? Hier haben Sie ja Einschränkungen jetzt gerade schon gemacht, im Falle also von Georg Kolbe und anderen, die sozusagen hier partieller sind, als beispielsweise Arno Breker. Im Falle von Arno Breker hätte man in ihrer Ausstellung auch aufnehmen müssen, eine Skulptur von 1939, nämlich die Richard Wagners. Sie wissen, dass Richard Wagner sehr entscheidend ist für das Kultur- und Kunstverständnis des Nationalsozialismus. Und diese Skulptur von 1939 steht bis heute bei der Villa Wahnfried. Und also an einem Punkt, wo die Eliten der Bundesrepublik bis heute bei den Festspielen auch vorbeigehen. Also diese Präsenz des Nationalsozialismus oder der nationalsozialistischen Kunst ist ja sehr augenscheinlich. Insofern möchte ich mich bedanken, betrachte das aber mehr als eine Art Materialsammlung, die Sie hier vorgelegt haben. Es fehlt eigentlich die wissenschaftliche Durchdringung. Ja, vielleicht gebe ich gleich an den Kurator, aber möchte Ihnen, Herr Professor Ruppert, auch danken. Vielleicht gehört quasi zu den Pionieren, die dazu viel gearbeitet hat und immer noch darüber forscht. Und ich glaube, dass die Frage aus meiner Sicht eben genau zeigt, wie weit wir diese Dinge nicht sozusagen in einer Ausstellung abhandeln können, sondern diesen Teil einer Diskussion. Trotzdem würde ich, glaube ich, Herrn Brauneis und unsere Ausstellung sehr in Schutz nehmen davor, dass es nur eine Materialsammlung ist. Aber vielleicht wollen Sie dazu noch zwei Sätze sagen. Nee, ich kann vielleicht zu dem Material von Richard Wagner was sagen, dass wir
Also die Bedeutung Richard Wagners für den Nationalsozialismus wird, glaube ich, im ersten Raum dokumentiert, der mit Wagners Judentum in der Musik beginnt. Die Connection zwischen Breker und den Wagners wird in dem Raum dokumentiert, in dem man die Ludwig-Büsten sehen kann und Arno Breker im Atelier mit Winifred Wagner. Und die Richard-Wagner-Büste samt der Kommentierung wird aus verschiedensten Ansichten in diesem letzten Raum bei der Fotodokumentation in der Installation und auch in unsere Dokumentation integriert. Also Wagner spielt tatsächlich eine wichtige Rolle, ja. Ja, nochmal Bernau, ich hätte nochmal eine Nachfrage. Das eine wäre ein kurzer Kommentar. Man könnte natürlich auch daraus ablesen, dass dort an dieser Wagner-Skulptur seit Jahrzehnten Politiker vorbeimarschieren, dass die ideologisch vollkommen irrelevant ist und einfach niemanden beeindruckt in irgendeiner Form, bloß mal so als Anmerkung. Ob das nicht eventuell für viele dieser Werke gilt, dass sie auch deswegen vergessen wurden, weil sie vollkommen irrelevant sind. Das wäre eine Anmerkung. Die andere Frage wäre aber die, die ich vorhin schon gestellt hatte. Sie gehen in der Ausstellung von einer ganz kleinen Auswahl einer sehr, sehr langen Liste aus, in der Künstler unterschiedlichster Gattungen betrachtet werden. Die Vielfalt in dem Sinne auch des Weiterlebens möglicherweise von Gedanken nach vor 1945, nach 1945 in der DDR und in der Bundesrepublik deutlich machen könnten. Also ich will nur an Schriftsteller erinnern, die beispielsweise in der DDR Weiterkarriere gemacht haben. Also Schriftsteller. Wieso wird das in der Ausstellung nicht wenigstens am Beginn mal thematisiert? Oder habe ich es übersehen? Das kann sein. Wenn ich es übersehen habe, dann ziehe ich diese Frage zurück. Es wird Vielleicht nur zur Begrenzung. Es ging uns tatsächlich nicht darum, alles in einer Ausstellung zu zeigen. Ich glaube, es ist schon wahnsinnig kompliziert für sich. Und es ging uns auch von Anfang an ja um einen, ich habe es gesagt, in gewisser Weise einen Gegenpol zur Documenta, also auch zum Umgang mit bildender Kunst nach 1945 in der BRD. Und insofern, so ist es quasi dieses Projekt entstanden. Natürlich könnte man ganz andere Fragen stellen, die wären auch absolut relevant. Ja, aber es ist eine Ausstellung über bildende Kunst und es ist eine Ausstellung, die sich mit Künstlern beschäftigt, die tatsächlich, also wenige Cracks ausgenommen, niemand kennt. Und man braucht ja einen Ausgangspunkt für dieses Thema. Ich sagte ja eben schon, ich hatte ursprünglich überlegt, mit dieser Liste in Frankfurt anzufangen. Ich hätte natürlich auch mit meiner Liste anfangen können. Also wir hätten auch sagen können, Wolfgang Brauner ist Favorite Künstler des Nationalsozialismus. Aber dann hätten wir darüber sprechen müssen, warum wählt er die denn jetzt aus? Und deshalb dachte ich, ist es sinnvoll, quasi eine kunstbetriebliche Übersicht zu nehmen, also wie auch bei anderen Themen, wenn sich jetzt jemand beispielsweise in 100 Jahren mit der BRD-Kunst beschäftigen würde und es gäbe nichts, es gäbe keinen Ausgangspunkt, dann würde man vielleicht Willy Bongards Kunstkompass nehmen und wo immer draufsteht, dass Gerhard Richter der Wichtigste ist und was weiß ich, einfach um mal 50 Namen zu haben, um damit anfangen zu können. Und deshalb ist quasi der Fokus oder wurde diese Liste zum Ausgangspunkt. Tatsächlich, das ist aber jetzt schon eine Detailfrage, was diese numerischen Verhältnisse betrifft. Ich glaube ja schon, dass bei dieser ursprünglichen Liste ungefähr ein Drittel bildende Künstler sind und es könnte sogar auch sein, dass es die größte Gruppe ist, jetzt im Verhältnis zu den Architekten und den Schriftstellern auf jeden Fall.
Aber wie gesagt, wir haben uns einfach nur auf die bildenden Künstler gestürzt. Und es hätte andere Möglichkeiten gegeben. Man hätte sagen können, man nimmt nur Künstler einer Stadt. Man hätte, was mein Traum wäre eigentlich tatsächlich, dass man nicht die Gottbegnadetenliste als Ausgangspunkt nimmt, sondern die große deutsche Kunstausstellung. Also alle Künstler, die zwischen 37 und 44 regelmäßig auf der großen deutschen Kunstausstellung waren, zu betrachten und das, was sie nach 45 machten. Uns gingen natürlich durch die Fokussierung auf die Gottbegnadetenliste auch wahnsinnig interessante Fälle flöten. Also ich war manchmal auch regelrecht, also ich kann auch, wir sprachen eben davon, dass manche Namen vielleicht eigenartigerweise auf dieser Liste stehen. Es gibt auch Namen, die eigenartigerweise nicht auf dieser Liste stehen. Aber ich würde schon sagen, dass es eine sehr große Schnittmenge gibt an vielleicht 90% der renommiertesten Künstler des Nationalsozialismus, die durch keine anderweitige Übersicht so abgebildet werden kann. Ich habe mich auch, es ist nicht so, dass ich mich in den letzten Jahren nie mit Menschen unterhalten habe, die sich auch mit diesem Thema beschäftigen und fragte, ob sie eine bessere Idee hätten. Es hatte niemand eine. Also es ist so, ich sage nicht, dass das die beste Idee der Welt ist, aber... Ist es an? Ja. Bernhard Schulz, freier Autor, früher Tagesspiegel. Herr Gross, Ausstellungen hinterlassen ja, zumal wenn sie in diesem zentralen Geschichtshaus der Bundesrepublik stattfinden, hinterlassen ja Spuren oder hinterlassen Eindrücke. Wenn Sie die Documenta ausstellen und dabei klar machen, dass Haftmann ein alter Nazi war, der eben weitermachen durfte, dann wirft das natürlich auf Dauer einen Schatten auf die Documenta, die er gemacht hat. Und so wird diese Ausstellung, wie es ja auch der Untertitel sagt, wahrscheinlich dazu führen zu sagen, naja, die alten Nazi-Künstler haben in der BRD immer weiter arbeiten können. Die Detailfragen, wer auf welcher Liste stand, Herr Braunhaus, die kommen ja in der Öffentlichkeit oder hinterlassen ja in der Öffentlichkeit keine Spuren. Das sind Fragen, die in der Wissenschaft ausdiskutiert werden. Natürlich kann man fragen, auch wer nicht auf der Liste stand und trotzdem bei den Nazis hoch im Kurs stand oder bei Sammlern hoch im Kurs stand. Ich denke so an Leute wie Karnold oder Schrimpf oder so. Also ganze neue Sachlichkeit, die ja auch ein, wie soll ich sagen, so ein Schlagschatten in diese Richtung hatte. Kurz gefragt, Herr Gross, was soll der Eindruck sein oder was soll sich im Bild der Öffentlichkeit für die nächsten Jahrzehnte festsetzen nach dieser Ausstellung, dass die alten Nazis alle weiterarbeiten konnten oder andersherum, so wie es ja auch der Kollege Berner angedeutet hat, dass ausgerechnet diese Künstler gar keine Rolle mehr spielten, weil sie eben belanglos waren und dann irgendwo in irgendeinem öffentlichen Park dann nochmal was hinstellen durften, was sowieso kein Mensch mehr wahrnimmt. Ja, das vielleicht erstmal so als Frage. Danke. Ja, vielen Dank. Ich kurz, ich habe ja immer sowohl bei der Ausstellung Documenta wie auch hier auf diese beiden verwiesen, auch das ganz Zufall, dass sie gleichzeitig gezeigt werden, weil ich es eben wichtig finde, diese sozusagen ästhetische Geschichte von zwei Seiten zu betrachten. Es gibt einerseits eben den Versuch einer Modernisierung und die gelingt ja auch sehr weitgehend. Ja, die Documenta-Macher setzen sich ja durch, auch in den Museen. Es gibt ja einen vollkommenen Bruch. Es ist ja nicht so, dass die deutschen Museen heute die Gottbegnadeten zentral sammeln würden. Das ist ja keinesfalls der Fall. Aber als historisches Museum ist es eben auch interessant zu sehen, wie sehen die anderen Kontinuitäten aus. Zum einen eben bei der Documenta, dieser Bruch ist nicht so vollständig, wie wir gedacht haben, denn es gibt auch Kontinuitäten. Ich glaube, wenn man das nicht aushält, auch als Öffentlichkeit, dann frage ich mich, wie wir als historisches Museum operieren sollen. Ich glaube, es ist wichtig, diese beiden, dass man diese Spannung wahrnimmt und zeigt und hier ja auch, dass man sagt, ja, es gibt eben diese Künstler, die auch nach 45, die vorher wichtig waren für die Repräsentation, die künstlerische des NS-Staats und für den spielt das eine große Rolle und die haben eben auch nach 45 noch im öffentlichen Raum
nicht so wenig machen können und wir können es heute noch sehen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es auch unsere Aufgabe, dass man staunen kann, dass man sich das anschaut und sagt, oh, das wusste ich nicht. Also mir ging es so und ich glaube wahrscheinlich doch den meisten, die keine absoluten Spezialisten sind, ist es so, die schauen sich um, die gehen vielleicht auf eine Führung, gucken das an, aber es ist, glaube ich, nicht so ein Klischee, also Urteil, was ich erhoffe, dass man sagt, ah, das ist alles sozusagen nur eine Kontinuität. Überhaupt nicht. Also ich glaube, dass das Wichtige schon ist, dass wir eben diese Vielschichtigkeit hier gerade, was ja selten ist, in einem Haus gleichzeitig zeigen können. Und insofern bin ich froh um Ihre Frage, weil es mir die Möglichkeit jetzt gegeben hat, das vielleicht noch mal ein bisschen klarer zu formulieren. Ich gucke auch noch mal in die Runde und auf die Zeit. Ich denke, wir sollten, wenn es nicht ganz dringend noch was gibt, auch zu einem Ende kommen. Ich danke Ihnen für die vielen Fragen. Oft haben wir nicht so viele Fragen. Also das ist wirklich, glaube ich, aus meiner Sicht auch ein Beweis, wie viel diese Ausstellung auslöst. Ich hoffe, dass Sie alle schon die Gelegenheit hatten, die Ausstellung zu sehen oder noch gehen. Ein Punkt, auf den ich unbedingt hinweisen will, wenn Sie es irgendwie schaffen, schauen Sie sich diese Fernseh-Talkshows, wenn Sie die Zeit haben, an. Die sind für sich eine Ausstellung. Man kann etwa eine Stunde dort Filme anschauen. Die hat Herr Brauneis, glaube ich, zum großen Teil wirklich neu recherchiert. Und das sind zum Teil auch, und das gehört vielleicht auch nochmal zur Frage, die wir am Schluss hatten, da sieht man, dass eben schon in den 70er, 80er Jahren extrem kontrovers mit diesen Künstlern diskutiert wurde, dass es nicht einfach nur akzeptiert wurde. Ich würde nur denken, wahrscheinlich ist den wenigsten von uns heute das noch irgendwie bekannt. Insofern ist es spannend, sich nochmal anzuhören. Vielen Dank. Das ist vielleicht diplomatisch.